Willkommen zurück zur Delta-Episode von Pokémon Omega Rubin. Nachdem wir die Top 4, den Champ der Pokémon-Liga Troy, besiegt haben, geht die Story in den Remakes auch wirklich weiter. Ein Meteorit bedroht die Pokémon-Welt und ganz Höhen. Und ja, also Professor Cosmo hat es sehr gut erkannt. Und hier gibt es tatsächlich wilde Pokémon. Ich glaube, ich kriege einen Schreikrampf. Das darf nicht wahr sein. Ihr habt es mir damals in die Kommentare geschrieben, dass hier wirklich auch wilde Pokémon auftauchen. Ich weiß nicht, was ich damals falsch gemacht habe. Hatte ich noch Schutz an oder wie ist das? Sehr merkwürdig. Böse, böse. Naja, das ist Makuhita, das ich gerne trainiert hätte. Schnee von gestern. Gehen wir weiter. Ja, in der Granithöhle. Wir sollen uns hier umschauen. Und tatsächlich, hier ist Amalia, heißt sie, glaube ich. Wurde uns am Anfang der Delta-Episode vorgestellt mit ihrem Flurmel. Was treibt sie? Interessant. Es ist verblüffend, wie sehr diese Wandmalerei der an jedem ehrwürdigen Ort ähnelt. Der größte Unterschied besteht wohl darin, dass diese hier die Protomorphose darstellt, während jene andere die Mega-Entwicklung zeigt. Wenn man sich vorstellt, dass hier einstmals unsere Ahnen gelebt haben. Die Prophezeiung spricht von einem gewaltigen Unheil, das von jenseits des Himmelgewölbes womöglich aus dem Weltall auf unseren Planeten hereinbrechen soll. Doch meine Vorfahren kannten einen Weg, um dieser ausweglosen Lage Herr zu werden und überlieferten ihn von Generation zu Generation bis... Flummermama! Was hast du denn, Avelina? Hä? Huch! Die Musik. Wir laufen uns aber nicht, aber oft über den Weg, findest du nicht, LP Markus? Interessierst du dich auch für die Wandmalerei? Oder suchst du nach einem Meteoritenstück wie diesem? Diese Steinchen dienen einem legendären Pokémon, das hoch oben im Himmel lebt, als Energiequelle, weißt du? Du bist wirklich eine faszinierende junge Frau. Danke, danke. Ich kann mich gar nicht mehr gedulden. Ich muss einfach gegen dich kämpfen. Aber bevor ich dich auf dem falschen Fuß erwische, bist du überbereit für einen Kampf? Ich wüsste nicht, warum nicht, ne? Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Also gut, dann zeig mir mal, was du und dein Pokémon-Team so drauf habt. Ich zeig's dir, Mädchen. Gucken wir mal. Oh, sie hat auf jeden Fall Mega-Krams. Monagoras. Das finde ich jetzt nice. Und das habe ich von der Delta-Episode erwartet. Nämlich Pokémon aus allen Generationen, vor allem aus der sechsten Generation. Und Monagoras war in der Tat ein Teammitglied von mir in Let's Play Pokémon Y. Tolle Sache, tolles Vieh auf jeden Fall, das Erdbeben wahrscheinlich nicht so gut ab kann. Ich aber auch nicht. Arg. Hab's aber überlebt. Wird er es überleben? Er hat sogar einen höheren Level, ne? Ich würde es glatt. Ja gut. Steinkante. Ah, das war auch ein geiles Team, muss man so sagen. Wir hatten echt ein geiles Team. Sumbex! Weiß ich nicht, was die echt noch für Pokémon. Er hat nur drei Stück. Okay, hätte ich auch Mega-Entwicklung machen können. Scheiß drauf. Was sollte das denn? Knappet er so ein bisschen an mir rum? So wie so ein Mäuschen oder was? Hier, spül dich weg. Aber das ist ein geiles Pokémon. Kann man nicht leugnen. Und viele so ablästern, die neuen Pokémon sehen alle scheiße aus. Monagoras ist eines der Pokémon, wo man sagen kann, sieht geil aus. Ja. Man könnte auch sagen, wisst ihr, man lässt das so ab, so dieses Pokémon sieht aus wie ein Schlüsselbund. Ja toll, in der ersten Generation gab es ein Pokémon, das sieht aus wie ein Magnet. Ja, Magnetilo. Oder Sachen wie Ditto oder Dicta. Das sind alles eigentlich hässliche, simple Pokémon. Die aber zur ersten Generation gehören. Das kann man nicht so verallgemeinern. So. Gegen Altaria sehen wir so kein Land. Eigentlich blüht jetzt noch die Mega-Entwicklung zu machen, obwohl ich wirklich nur Wassertechniken kann und halt Erdbeben. Was nichts bringt. Dabei wäre Latios mit Drache auf Drache um einiges sinnvoller gewesen. Naja. Ich wollte euch einfach mal wieder Mega-Sumpex zeigen. Was dagegen? Ja, die Unterschiede, wie stark und effektiv ist, ist auch ein bisschen... Egal, wir ziehen ihm schon mal ab, was wir abziehen können. Ehe er uns fertig macht. Ja gut. Wir waren im letzten Part bei der Devon Corporation mit Troy und seinem Vater. Und haben von denen gesagt bekommen, wie das so früher war, ne? Mit dieser Endlos-Energie und alles. Und deswegen die ganzen... Ja, schaut einfach im letzten Part, ne? Jetzt kriegst du erstmal einen auf die Ömme.
Gut gemacht, Latios. I am very proud of you. So, dann hätten wir noch Brutalanda. Moment mal. Brutalanda. Das war auch ein Drachenvieh, ne? Gut, dann, ja, dann ist klar, ne? Da, nehmt. Take that. Ha, ihr seid aber auch. Das ohne Mega-Entwicklung, Latios. Ich bin schon wieder sehr stolz auf dich, ja. Sehr nice. Gut, das war doch mal ein netter Kampf. Der Geradax. Ja, ja, das ist gut. Genau das hatte ich erwartet. Immer her mit der Kohle. Wie reich man immer ist am Ende eines Pokémon-Abenteuers. Klasse. Absolute Spitzenklasse. Das war fantastisch, LP Markus. Hier, nimm dieses Meteoritenstück als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Thank you, man. What the? Es leuchtet. Dieser funkelnde Meteorit, den du bei dir trägst, wird irgendwie sehr wichtig auf mich. Du solltest darauf ebenso gut aufpassen wie auf das Meteoritenstück, das ich dir gerade gegeben habe. Schau mal in die Augen, Kleines. Zwei Fragen habe ich zum Schluss noch an dich. Wie stark bestimmen deine Wünsche dein Handeln? Und wie viel von der Wirklichkeit musst du kennen, bevor du guten Gewissens in Aktion treten kannst? Floma, Mama? Ist ja schon gut. Ich habe dich nicht vergessen. Du bist ganz schön verwirrt, meine kleine Avelina. Wo soll man denn als nächstes hingehen, mein Liebling? Ach, das waren die zwei. Ach so. Ah, der ruft mal wieder an. Über den Poké-Multinavi. Aber wir hatten doch in der zweiten Generation schon den... Ich glaube aber, Rubin und Saphir, also auch die Remakes, spielen vor Hartgold und Soulsilber. Kann das sein? Zeitlich. Es gibt auch zeitliche Unterschiede. Ne? Weil die erste Generation und die zweite Generation spielt später. Aber ich glaube, dass die vierte Generation spielt wieder genauso zu dem Zeitpunkt wie die zweite Generation. Wegen den Remakes und so. Ach, kompliziert. LP Markus, konntest du das Meteoritenstück auftreiben? Wenn ja, würde ich dich bitten, es schnellstmöglich zum Raumfahrtzentrum von Moosbach City zu bringen. Langsam aber sicher läuft uns nämlich die Zeit davon. Also, du weißt, wo du mich findest. Tut! Hut tut gut. Und spuckt Blut. Hab Mut. Und vertrau. Denn das tut gut. Tut, tut, tut. Jo, gut, dann, ja. Wohin? Raumfahrtzentrum? Lass mir mal ganz kurz überlegen. Wo war das denn? Seekrasulb? Ich guck mal, das ist ein Museum? Das war nicht Seekrasulb, ne? Das Moosbach hier mitten im Meer. Ganz im Osten hier bei den Ossis hier. Quasi das Berlin von Höhen. Liegt Berlin auch im Wasser? Ah, ich habe schon wieder Wissenslücken, ne? So, Raumfahrtzentrum. Liegt Leiter? What the fuck? Wie auch immer man da hinkommt. Das muss doch irgendwie zu erreichen sein. Ja, auch gar nicht mal so schwer. Ein Beleber. Warum habe ich das nicht gesehen, Alter? Bin ich hier richtig? Oh, ich bin hier richtig falsch. Achso, hier bin ich direkt bei der Rakete. Geht ab wie eine Rakete. Das Zentrum muss weiter vorne liegen. Ich schau mir das mal an. Sind sie halt schon fleißig am Basteln? Hui. So stellen die sich das vor, was? Okay. Troy? Troy, komm, bleib mir treu. Ist er das da unten? Ist er das? Bist du das? Nee, du bist ein Platzkopf. Ein gigantischer Brocken Metall rauscht durch den Himmel und fliegt ins All. Das übersteigt jede Vorstellungskraft. Und es hat sich gereimt. Bist du es vielleicht? Die Rakete ist sicher gestartet. Das war der vierte erfolgreiche Start von 48. Du musst LP Markus sein, nicht wahr? Mr. Troy Drum hat mir bereits gesagt, dass du vorbeischauen würdest. Bitte hier entlang. Dankeschön, Madame. Mr. Troy Drum, Professor Cosmo, hier ist jemand für Sie. Oh, LP Markus, da bist du ja. Du hast das Meteoritenstück dabei, stimmt's? Vielen Dank. Da bitte.
Ich war ziemlich überrascht, als ich gehört habe, dass du eine Bekannte des Professors bist. Du schließt wirklich schnell Freundschaft mit anderen. Du hast das gewisse Etwas, das Leute magisch anzieht. Er schreit kein Wort, deswegen. Aber gut, Professor, wären Sie so gut, den Plan nochmal im Detail mit uns durchzugehen? Gerne, bitte folgt mir. Das sieht auf jeden Fall nett aus. Ich nehme an, Mr. Trum hat dich bereits in einen Teil des Plans eingeweiht. Wir haben nun Folgendes vor. Draußen wartet eine Rakete, die mit der Lebensenergie mehrerer Pokémon betankt wurde. Diese wollen wir mit menschlicher Lebensenergie aus einem Schlüsselstein verschmelzen. Damit beabsichtigen wir auf künstliche Weise, die gewaltigen Energiemengen zu reproduzieren, die für gewöhnlich im Zuge der Mega-Entwicklung entstehen. Danach feuern wir die so gewonnene Energie mit Hilfe der Rakete in den Weltraum ab. Damit erzeugen wir gezielt auf der Flugbahn des Meteors ein sogenanntes Wurmloch. Sollte unser Plan Früchte tragen, würde der Meteor beim Eintritt in das Wurmloch schließlich an einen unbestimmten Ort teleportiert und die Gefahr wäre gebannt. Ja, unbestimmter Ort, das ist aber nicht so hundertprozentig, ne? Die Hilfe, er benötigt die Technologie, ist übrigens nicht neu, sondern findet bereits in anderen Bereichen Anwendung. Zum Beispiel sind diese Bodenplatten, die einen im Kreis herumdrehen und dann irgendwohin teleportieren. Jetzt, weil ihr seid viel herumgekommen, nicht wahr? Dann habt ihr bestimmt schon mal so eine gesehen. Faszinierend. Faszinierend. Wir waren dann nicht bewusst, dass die moderne Technik zu sowas in der Lage ist. Ich habe nur eine Frage, wohin führt dieses Wurmloch den Meteor? Das ist eine gute Frage, auf die ich selbst leider auch keine hieb- und stichfeste Antwort weiß. Wenn ein Gegenstand letztendlich teleportiert wird, hängt nämlich ganz allein vom Linkkabel ab. Linkkabel habe das Gerät genannt, das die Wurmlöcher miteinander verbindet. Doch seid ganz unbesorgt, denn eines dürfte so gut wie sicher feststehen, nämlich dass sich der andere Wurmloch mit an Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf unserem Planeten befindet. Allerdings habe ich festgestellt, dass wir zur Kontrolle des Linkkabels mehr Energie benötigen, als wir ursprünglich erwartet hatten. Deshalb muss ich euch leider bitten, mir ein weiteres Meteoritenstück zu besorgen. Was los? Aha! Wow! Das hier ist also das Herzstück des berühmten Raumfahrtzentrums, von dem jeder spricht. Ist es nicht toll, Avelina? Flololo! Hey, was erlauben Sie sich? Sie können nicht einfach ungemeldet rein. Na, kein Grund zur Aufregung. Wir wollen uns nur ein bisschen umsehen. Da können Sie doch bestimmt mal ein Auge zudrücken. Oder? Wer ist diese Frau? Sie hat eine bemerkenswerte Ausstrahlung. Oh, du schon wieder. Wie heißt du nochmal? Elbe Marcus, habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Das sind sie. Los, sagen Sie schon. Was haben Sie hier verloren? Meinen Sie etwa mich? Ich heiße Amalia und bin nicht weiter als eine einfache Besucherin, die sich den Gedanken weit raus ins All träumt. Wow, dieser Ort ist einfach unglaublich. Wenn ich an all die Hoffnung und Sehnsüchte, das Blut, den Schweiß und die Tränen denke, die vergossen worden sein dürften, um die Menschen auf diese technologische Stufe zu katapultieren. Glaubt ja nicht, ich wüsste nicht, mit welcher Art von Energie diese Rakete ins All geschossen werden soll. Es handelt sich dabei um dieselbe abscheuliche Technologie, die der menschliche Geist bereits damals vor 3000 Jahren ersonnen hat. Er lebt im Traum in der Menschheit, um der Welt einen Gefallen zu tun, auch letztendlich seid ihr im Begriff, die Fehler eurer Vorväter zu wiederholen. Schlimmer noch, wenn es stimmt, was mir eben zu Ohren gekommen ist, werdet ihr noch größeres Unheil anrichten als eure Ahnen. Wollen Sie damit sagen, dass wir hier einfach Däumchen drehen und tatenlos mit ansehen sollen, wie der Meteor unseren Planeten zerstört? Hahaha, für einen ehemaligen Champ der Pokémon-Liga bist du erschreckend schwer vom Begriff. Ich hoffe, der aktuelle Champ ist etwas heller im Kopf. Ich peil mal gar nichts. Also, LP Marcus, was hast du dazu zu sagen? Fällt dir eine andere Lösung ein? Nein. Verstehe. Dann habe ich wohl zu viel von dir erwartet. Aber es ist kein Problem. Man kann nicht für alles eine Lösung haben. Ich sage nicht, dass eure Sicht der Dinge falsch ist, aber ich möchte, dass ihr die ganze Gelegenheit nochmal gründlich durchdenkt und euch darüber klar werdet, dass es neben notwendigen Opfern auch Unnötige gibt. Ach, das ist echt deprimierend. Ich will mir einfach nicht in den Kopf, dass Menschen, die über... Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass Menschen, die über derart umfassendes Wissen und solch fortschrittliche Technologie verfügen, nicht nach neuen Lösungen suchen, sondern stattdessen, ohne nachzudenken, die folgenschweren Fehler der Vergangenheit wiederholen. Ja, sogar neue begehen. Ihr habt nicht genug Vorstellungskraft. Oh, aber ich wollte nicht unhöflich sein. Schließlich wart ihr mitten in einer Unterhaltung. Also, wir machen da mal die Flatter. Komm mal, Berliner. Und was wäre, wenn ich Ja gedrückt hätte? Dass ich eine Idee habe?
Wer um alles in der Welt war diese Frau und was sie da gesagt hat? Sie schien sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Ich frage mich, was sie wohl im Schilde führt. Aber ich habe das Gefühl, sie irgendwo schon mal gesehen zu haben. Wie dem auch sei, Professor, was war es, was ihr uns mitteilen wollt, bevor wir von dieser Person unterbrochen wurden? Ach ja, wo war ich stehen geblieben? Na ja, genau. Wir müssen ein zweites Wurmloch erschaffen, das mit dem ersten verbunden ist. Dafür benötigen wir noch ein weiteres Meteoritenstück, und zwar eines mit besonderem Reinheitsgrad. Möchten Sie, dass wir noch einmal zur Granithöhle gehen, Professor? Nein, nicht dieses Mal. Die Sorte Meteoritenstücke, die wir benötigen, gibt es nur bei den Meteorfällen. Bei den Meteorfällen also? Verstehe. Vielleicht finden wir ja vor Ort weitere Anhaltspunkte. Ich werde mich dann schon mal auf den Weg zu den Meteorfällen machen. Folge mir einfach, sobald du die nötigen Vorkehrungen getroffen hast. Wir sehen uns dann dort. Vielleicht finden wir neben dem Meteoritenstück auch noch Antworten auf einige unserer anderen Fragen. Ja gut. Soweit so gut. Aber wenn noch die Amalia, wie auch immer, eine Lösung hat, soll sie doch raus. Ja, sag an. Es geht um das Schicksal der Menschheit. Die hat doch einfach sagen können, was sie da denkt, aber okay. Ja, vermutlich, wenn ich gesagt hätte, ja, ich weiß eine Lösung, dann hätte sie mich wahrscheinlich gelobt, aber selbst nicht rausgerückt mit der Sprache. So, zu den Meteorfällen befinden sich doch Metaflurtunnel, nicht ganz Feuerfall, Steilpass, Schlotberg, ich bin wahrscheinlich ganz an der falschen Adresse. Meteorfälle? Da sind sie. Wir sollten nach Laubwechselfeld, da waren wir auch schon lange nicht mehr. Also los, Panzer-Aeron, tu deine nicht vorhandene Pflicht, um dein nicht vorhandenes Vogelfutter zu verdienen. Gut. Laubwechselfeld. Feld. Baumfeld. So, ein, zwei Pokémon sind leider draufgegangen irgendwie in letzter Zeit. Ich glaube, das liegt noch im Kampf von gegen Amelia, ne? Aber jetzt mal zu den Meteorfällen. Das ist doch gar kein so weiter Weg, ne? Vor allem, da wir die Routen alle schon abgeklappert haben. Also hier. Die Routen hier. Wasserrouten, da gäbe es noch den einen oder anderen Trainer zu entdecken. Das bescheide ich ja nicht. Aber hier haben wir uns gründlich umgeschaut. Zum Glück. Da. Gucken wir mal. Ja, sind wir richtig? Nein, richtig falsch sind wir hier. Wilde Pokémon? Ja, yeah, ich bin nochmal davon gekommen hier. Yeah. Schwupp. Was ist mit dem Schiebepad machen, mit dem Control-Stick und Fahrrad? Nee, das passt nicht, die zwei Dinge. Jo, was ein Krater. Okay. Hätten wir uns auch hierhin begeben. Meteorfälle. Hier gibt es ja keine wilden Pokémon, habe ich mir gedacht. Neuerdings gibt es hier welche. Oh, ein Sonnenfell. Oh, ganz interessantes Pokémon, aber zu schwach. Wenn es sich weiterentwickeln könnte, wäre es bestimmt interessant und geil. Ein potenzielles Teammitglied. Kann es aber nicht, oder? Hat es eine Weiterentwicklung bekommen? Ich glaube, bisher nicht. Bombats, bomb, bombats, bomb, Sonnenfell. Es sollte nach einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel möglich sein, Pokémon-Kämpfe sofort zu skippen auf Tastendruck. Nicht erst warten, bis alle den Pokéball geworfen haben und so weiter und so fort. Das geht mir manchmal auf den Schnürsenkel. Die wilden Pokémon. Na gut, dafür gibt es ja Topschutz, deswegen werden wir jetzt Topschutz einsetzen. Ist es klar? Klar. Spart wohl mehr Zeit, wenn wir einmal auf die Tasten hauen. Schutz. Ich habe ja noch einen normalen Schutz. Zwei Stück, die kann ich schon mal loswerden, oder? Die kann ich mal loswerden. Ja, dann mach halt das blöde Fahrrad weg, meine Güte. Weiß zwar nicht, wo genau ich hin muss, aber es wird bestimmt einen Ort geben, wo dann irgendjemand rumchillt. Hä? Aber er kommt dann wieder rein, ne? Weiß jetzt nicht. Oh. Ja, der alte. Der andere Schutz hält nicht so lang. Sag mal, bin ich jetzt verblödet? Ja, bin ich, ich weiß. Stimmt aber nicht. Ich habe einen Denkfehler, ey. Ah, wir können auch jetzt surfen. Das ist natürlich eine tolle Angelegenheit.
Guten Morgen, du Spatzenhirn. Geht's weiter? Ich sehe schon Items. Konnte man das im Original auch? Surfer und Kaskade. Alles klar, alles klar. Schwupp. Nee, bleib weg. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ist ja gut. Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Ich hab's gecheckt. Check24, bla 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 bla. Ich hoffe nur, ich bin auf der richtigen Fährte. Aber was anderes würde mir hier echt nicht mehr einfallen. Okay, hier geht's tiefer rein. Gab's es schon im Original? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich weiß es jetzt nicht. Möglich. Aber ich weiß es nicht. So, anderer Level. Spanier kann man nicht so früh hin. Das könnte kein Level 16 Golbert sein. Nö, doch, doch. Durchaus ein vertretbarer Level. Aber so ganz... Naja, ist ein wilde Pokémon, ne? Kannst du jetzt mal aufhören? Boah. Topschutz, Topschutz. Ich hasse es. Es ist Topschutz. Flucht unmöglich, du Arsch. Jetzt müssen wir uns mit sowas rumschlagen. Das gibt's doch gar nicht. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Doch. Zwei Markus. Meine Fresse, ey. Beutel. Alter Windbeutel. Wo haben wir die Sachen? Viel zu viele Items an einer Stelle. 14 Topschutz, die könnten reichen. Die könnten reichen. So. Hier ist ein Trainer. Da geht's runter. Was ist denn hier unten, wenn ich mal so blöd fragen darf? Eieiei. Ups. Pipi? Möglich. Keine Ahnung, wo wir hinwollen. Wir werden aber bestimmt einen Ort finden. Ja, dann danke fürs Ansehen. Beim nächsten Mal sehen wir weiter und ich sag mal bis dann und ciao.